Wie ihre Neffen nach einem verlorenen Spiel ihres Clubs geweint haben, das hat Nelly Furtado zu ihrem EM-Song inspiriert. Mit Folklore bleibt sie auf der 10. Bei den Black Eyed Peas läuft's weiter wie geschmiert. Sie liefern den Werbesong zu den US Basketball Playoffs und steigen mit Elefunk von der 12 auf die 9. Wir sind Helden haben beim 25. Geburtstag der Taz gespielt und, Zitat, erfolgreich Lagerfeuermusik gemacht. Die Reklamation bleibt auf der 8. Ich tausch nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr. Denkst du denn da genauso? Bayern-Star Rocke Santa Cruz ist auf der nächsten Single der Sportfreunde Stiller dabei. Bevor aber Ich Rocke kommt, geht Burli von der 2 runter auf die 7. Wie geht's dir eigentlich? Nach dem Ausstieg von Gitarrist Buckethead haben Guns N' Roses ihren Auftritt bei Rock in Rio und Lissabon abgesagt. Die Greatest Hits steigen trotzdem einen Platz auf die 6. Das war aber auch überfällig. Mit Flawless hat George Michael zum ersten Mal einen Song nur für seine schwulen Fans aufgenommen. Nicht nur deshalb hält sich Patience auf der 5. Der arme Justin Timberlake. Und wie peinlich, das hat Usher gedacht, als er den Zungenkuss zwischen Britney und Madonna mit ansehen musste. Confessions springt von der 6 auf die 4. Nichts, aber auch gar nichts darf einem peinlich sein. Das ist das coole Lebensmotto von Rosenstolz, die mit Herz von der 4 auf die 3 gehen. Beifall. Sich darum zu bemühen, darauf sagt Norah Jones, kann ich gut verzichten. Hat sie definitiv aber auch nicht mehr nötig, zumal Feels Like Home von der 3 auf die 2 steigt. Und auf unserer Nummer 1 steht natürlich selbstverständlich auch weiterhin Dat Anastasia. Und das, obwohl sie bei ihrem dritten Album volles Risiko gegangen ist. Sie hat quasi einfach mal so ihr komplettes Songwriter- und Produzententeam ausgewechselt. Das ist so, das müsst ihr euch vorstellen, als ob Rudi Völler mit 22 komplett neuen Spielern einfach mal so zur EM fahren würde. Wenn ich so darüber nachdenke, dann ist das eigentlich ehrlich gesagt eine ganz gute Idee. Aber egal, jedenfalls hat Anastasia die neuen Kollegen direkt perfekt integriert und ist weiterhin nicht von der Spitze runterzukriegen. Neues Spiel, neues Glück heißt es wieder hier am nächsten Freitag um 13:15 Uhr. Das war es leider schon für heute von mir. Bis denn dann, tschüss.